ass and turn up the sound. Servus, liebe Sportsfreunde. Jakob von der MMA ohne Maske ist hier und an meiner Seite steht schon der erste Sieger heutiges Abends, Hasan Shaban. Hasan, grüß dich. Hi Leute, hi, wie geht's dir? Mir geht's super, danke dir. Freut mich, dich zu sehen. Mich freut auch, dich zu sehen und mich freut, dir zu gratulieren zum deinen zweiten Sieg in deiner Profikarriere. War richtig super Leistung. Wie hat sich das für dich angefühlt, hier vor heimlichem Publikum zu kämpfen in Oberhausen? Ja, es war ein schönes Gefühl, in Deutschland zu kämpfen, 20 Minuten von mir entfernt, wo ich lebe. Und ja, Dankeschön an jeden, der mich supportet und ich bin sehr stolz auf mich, heute meinen Sieg nach Hause geholt zu haben und ein anderes Ich mal gezeigt zu haben. Weißt du, eigentlich kennt man mich ein bisschen aggressiver, aber diesmal war es taktisch und klug. Das wollte ich gerade mal ansprechen, das war meine nächste Frage, denn man hat heute gesehen, dass du dich ganze Zeit kontrolliert hast und wolltest diesen Kampf unbedingt gewinnen. Ja. Man kennt dich auch so ein bisschen hitzig im Kampf, ne? Du bist nicht losgelaufen, wirklich schlau gekämpft. Ja. Trotzdem gab es da so ein paar Situationen, wo er quasi Gonzalez den Kampf auf Boden bringen wollte, aber du hast dich da nicht anlocken lassen, oder? Ja, ich wusste schon, was Sache ist. Ich habe den Gameplan verfolgt und wir haben den mit den Low Kicks wehgetan, weil seine Stärke sind Low Kicks. Deswegen wollten wir den direkt einschüchtern in der ersten Runde und das kam auch sehr gut an. Und deswegen, also ich habe mich nicht von dem beeindrucken lassen. Ich habe auch mit denen im Cage geredet und denen gesagt, du wirst mich nicht submitten oder verarschen können. Ja, richtig cool. Dein Gegner hat sich verletzt, weil du solltest ursprünglich gegen Tomasz Fiala, sehr erfahrenen Tscheche, kämpfen. Mhm. Du hast dann Gonzal angenommen, genauso ein guter, erfahrener mit 6 Profikämpfe. Ja. Hat das mit dir was gemacht? Hat sich das irgendwie in deiner Vorbereitung bemerkbar eventuell gemacht? Ja, also der Tomasz Fiala war ein sehr erfahrener Gegner für mich. Es wäre ein sehr starkes, erfolgreiches Sieg für mich, auch ein Sprung in die Zähne, wenn ich gegen den gewonnen hätte. Deswegen habe ich mich auch sehr, sehr hart vorbereitet, mental, Köpfchen auch, dass ich gelernt habe, mich zu kontrollieren. Und deswegen danke ich Keita dafür, dass er mir diese Fähigkeit geschenkt hat und mir geholfen hat, diese Fähigkeit zu haben. Das ist einfach nicht so eine Fähigkeit, die muss man erstmal erlangen und lernen und hart trainieren dafür. Ja, man sieht auf jeden Fall Progress, muss ich ehrlich sagen. Die nächste Sache ist, du bist jetzt, du hast quasi den Wechsel von der Gewichtsklasse hinter dir, mehr oder weniger, oder bist du auf dem Weg in Leichtgewicht? Ja. Wie tut dir das quasi wegen Gewicht machen? Also um ehrlich zu sein, war das jetzt nach langem wieder mein erstes Mal bei 70 Kilo zu kämpfen. Und ich habe eigentlich immer 77 gekämpft. Ja, es war halt das erste Mal, dass ich jetzt so ein hartes Weightcut hinter mir hatte. Und ich habe jetzt wieder dazugelernt und beim nächsten Mal werde ich das alles schön richtig machen und mein Gewicht auch voll bringen. Also jetzt, ich hatte 300 Gramm mehr, aber ich denke, ich war schon gut zwischen den Gewicht. Deswegen nächstes Mal einfach aufpassen und alles andere nicht falsch machen. War es diesmal mehr oder weniger so ein Test für dich, auch was das Gewicht angeht, weil du gehst quasi in Leichtgewicht. Diesmal war das Catchweight 73 Kilogramm. Möchtest du in Zukunft auch in Leichtgewicht kämpfen? Nee, ich will erstmal bei 70 Kilo bleiben. Dort bleiben und ich werde dort kämpfen auch. Und ich glaube, ja, ich werde nicht mehr 77 kämpfen oder sonstiges, nur noch 70 Kilo, weil da komme ich am besten hin und passe ich auch am besten hin. Cool. Du wolltest zwar den Philipp im Käfig nicht verraten, was der nächste ansteht. Wo kann man dich eventuell demnächst so sehen oder hast du da einen Kämpfer, den du eventuell kämpfen wollen würdest? Frage ich trotzdem. Um ehrlich zu sein, wie gesagt, ich lasse das alles meinem Management überlassen. Okay, cool. Ich danke dir auf jeden Fall für das Interview und feier dich schön.